Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe gerade nochmal alles gecheckt, bin nochmal geistig alles durchgegangen und wir dürften eigentlich nichts vergessen haben. Das heißt, wir werden heute definitiv die Tiere reinsetzen. Dafür gehen wir in den Tierhandel. Wir haben ja die letzten Wochen, Monate. Ich will das auch nochmal wiederholen, weil in der letzten Folge ist das ein bisschen untergegangen. Die letzten Wochen, Monate haben wir darauf hingearbeitet, hingefiebert und jetzt ist es endlich soweit und ich sehe jetzt gerade, wir haben hier Goldtiere und ich habe in der letzten Folge ein bisschen zu teuer eingekauft, denn ich habe irgendwie 2700 ausgegeben, glaube ich. Warte mal, wir schauen mal. Ich habe doch die letzte Folge was gekauft, oder sehe ich das gerade falsch? Hä? Okay, habe ich nicht gekauft. Letzte Folge habe ich nichts gekauft. Dann kaufen wir in dieser Folge auf jeden Fall diesen Nebelpater, der kostet nur 1000. Den kaufen wir uns. Dann kaufen wir uns die Dame hier, wobei ich jetzt, ja doch, das ist die einzig goldene, ja okay, die kaufen wir uns auch. Dann haben wir schon mal 3000 Blätter jetzt ausgegeben. Na gut, das geht ja noch, ne? Also das ist ja noch einigermaßen erträglich. Ja, tatsächlich, in der letzten Folge haben wir uns nichts gekauft. Oder es wird immer nur tagesaktuell angezeigt, könnte natürlich sein. Warte mal, das können wir doch ganz einfach nachprüfen. Wir haben hier doch eine Tieraufbewahrung, Filter, jede Tierart. So, bestätigen. Wir haben noch eine Kegelrobbe hier. Wieso haben wir hier noch eine Kegelrobbe? Die lassen wir aber mal ganz schnell raus. Die habe ich irgendwie vergessen, glaube ich. So, Tier ist abgeschickt worden. Vielleicht sollte ich hier mal öfters nachgucken. Umverlegung nach Gehege. Ja, sehr schön. So, wir haben also einmal ein Gehege für Nebelpader. Das müsste das hier sein, soweit ich mich noch erinnere. Genau, Nebelpader. Und wir haben hier dann für den malaysischen Tapir und den Binturong. Ha! Ha! Ich hab's mir gemerkt. So, Tierhandel und wir schicken jetzt diese beiden Tiere an Zosen. Alter, Schnellhandel, 21.000 Ocken. Das heißt, wir haben für 3.000 Blätter 21.000 bekommen. Also 7.000 pro Blatt. Ja, doch. 7.000 pro 1.000 Blatt. Richtig? Richtig. So. Habe ich richtig gerechnet? Ja. 7.000 Blätter für... 7.000 Dollar für 3.000 Blätter. Jetzt haben wir es. So. So, wir schicken das auf jeden Fall an den Zoo. Und zwar ins Gehege Nebelpader. Dann gucken wir mal. Der Binturong. Warte mal, wo haben wir denn den Binturong jetzt? Binturong, da haben wir ihn doch. So, bestätigen. Und der Binturong kostet... Oh, ich dachte, es gibt kein Weibchen hier. Ich habe gerade gedacht, es gibt kein Weibchen hier. So, annehmen. Und dann kaufen wir dieses Männchen, ne? Das hat bessere Werte, kaufen wir das. So, wir greifen aus den Vollen. Wir haben ja genug Geld. Blätter. Das schicken wir jetzt auch. Die beiden schicken wir jetzt auch an unseren Zoo. Und zwar an Zoo Senden. Jetzt nicht in das falsche Gehege schicken. Binturong, da haben wir ihn. Und dann brauchen wir noch den malaysischen Tapir. Ich sichere jetzt erstmal von jeder Spezie eine. Also, beziehungsweise ein Geschlecht. Ein Männchen, ein Weibchen, klar. Und dann werde ich gucken, ob die eventuell 1 zu 2... 2 zu 1, 3, 5, wie auch immer das Verhältnis sein möge, werden wir dann aufbessern. Auf jeden Fall will ich mir die jetzt erstmal sichern, bevor jetzt mir irgendjemand das wegschnappt. Malaysischer Tapir, bestätigen. Wir haben nichts Atemberaubendes. Ja, okay, die beiden können wir eigentlich kaufen. Nee, sie kaufen wir. Und... 8,5 Jahre alt. Ja gut, aber wir brauchen ja Männchen und es gibt nur ein Männchen. Ui, toll. 11,3 Jahre. Ja, okay, ist egal. So, und die beiden schicken wir dann natürlich in das Binturong-Gehege, weil die miteinander harmonieren. So, jede Wette, Nebelpader 1 zu 1, Binturong 1 zu 1 und vom malaysischen Tapir wird es irgendwie so ein Verhältnis... 5 zu 1 geben. Also 5 Männchen, ein Weibchen. Jede Wette, weil davon gibt es nicht genug auf dem Markt. 100 pro. 100 pro. Wir schauen mal kurz nach. Malaysischer Tapir, da haben wir den. Und wir haben das Verhältnis 1 zu 1. Oh Gott sei Dank.
Okay, Binturong. Oh, 5-5. Okay, da können wir aus den Vollen schöpfen. Und der Nebelpader hat 1-1. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dann heißt, wir kaufen auf jeden Fall nochmal ein paar Binturongs. Binturong. Wo haben wir den denn jetzt schon wieder? Da ist er doch. So, bestätigen. Binturong. Also. Wieso ist der malaysische Tab hier noch drin? Und wo sind meine ganzen... Wo sind meine ganzen goldenen Binturongs? Die wurden mir weggeschnappt. Okay, dann kaufen wir auf jeden Fall ihn schon mal an Zoo senden. Binturong-Gehege. Und dann lassen wir jetzt endlich laufen, damit die Tiere hier endlich Einzug erhalten. Ich sage in der Zwischenzeit, während die Tierpfleger die Tiere holen, zu Sekarakov. Hallöchen. Dann haben wir M1. Hallo. Mr. Gaga himself. Hallöchen. Germania. Hallöchen. Matthew. Hallo. Und Stefan. Hallöchen. So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben neue Tiere in unserem Zoo. Ich hoffe, dass die jetzt gerade rausgelassen werden, weil das dauert ja bestimmt noch, ne? Die müssen ja erstmal hierhin transportiert werden. Wir gucken mal uns um, ob wir hier irgendwelche Tierpfleger schon sehen. Weit und breit nichts. Niente. Nada. Null. Haben wir hier irgendwelche Tierpfleger? Du hast keine Kiste in der Hand. Hier ist alles in Ordnung, aber du hast keine... Gehst du mal bitte eine Kiste holen? Lauf mal ein bisschen schneller. Schneller, schneller, los. Hol die Kiste, hol die Kiste. Okay, weit und breit kein Tierpfleger, außer er hier. Aber der holt, glaube ich, keine Kiste, weil der würde sonst rennen. Es wird dunkel. Dann können wir uns das schöne Gehege nochmal bei Nacht angucken. Oh, warte. Oh, warte. Ich habe da was vorbereitet. Oh, guck dir mal diese Lampe an. Ach, die ist so schön. Wirklich. Also, ohne Mist. Das hier ist so geil. Gefällt mir so gut. Ja, hier ist noch verbesserungswürdig, ne? Das muss hier noch alles ausgearbeitet werden. Aber hier, das finde ich schon sehr schön. So, Nebelpader. Haben wir hier irgendwo einen Nebelpader schon? Nebelpader. Nebelpader. Nicht zu verwechseln mit Nebelprada. Wir haben keine Tiere hier. Okay. Ich hör was. Ich hör was. Ey, warte. Ich sehe was. Was nicht hätte sein sollen. Muss ja weg. Gelände. Rasenlang. Genau, das machen wir auch mal ganz kurz hier. Komm, wir können... Ne, wir haben ja... Wir können hier schön aus den Vollen schöpfen. Oh, ist das schön. So, das heißt, wir haben aber auch hier, haben wir auch noch was. So. Und dann kann dieses Schild nämlich auch weg. Nicht, dass die darüber stolpern nachher. Weißt du? So, jetzt gucken wir mal, wie die Betorungs aussehen. Obwohl wir haben... Stimmt, die hatten wir uns schon mal angeguckt, ne? Und der malaysische Tapir, möchte ich nur mal kurz anmerken. Guck dir mal das an. Sieht aus wie so ein halbes Zebra. Das haben wir hier nochmal. Müsste eigentlich hier irgendwo Gehege-Tapir. Gehege ist leer. LOL! Wo sind denn... Jetzt kaufe ich erstmal kurz Tiere. Ich muss kurz Tiere kaufen. So, welchen Tapir hatten wir denn hier drin? Malaysischen... warte mal, können wir doch nachsuchen, oder? Filter zurücksetzen. So. Tapir. Der mittelamerikanische. Genau. Den hatten wir hier. Kann das vielleicht sein, dass die hier gestorben sind? Die Möglichkeit besteht. Okay, wir kaufen sie. Und... so weltbewegend sind die aber jetzt auch nicht, ne? Immunität. Komm, kauf mal den. So, und das heißt, euch beide schicken wir jetzt anzusenden in dieses wunderprächtige Tapir-Gehege. Deswegen habe ich nämlich da hinten das Gehege auch nicht anders benannt, sondern Binturong, weil, ne, Tapir haben wir ja schon Gehege. So, dann können wir uns jetzt mal hier die Tiere angucken. Das ist der Binturong. Die sind gar nicht so klein. Die sind gar nicht so klein.
Gibt kleinere Tiere. Schönes Tier. So, Tapir. Das ist der malaysische Tapir. Und pass auf, wenn der amerikanische Tapir gleich kommt, dann siehst du, was ich meine. Gut, dass wir vorhin nachgeguckt haben, ne? So, Nebelparder. Das ist ein Bär. Das ist nicht der Nebelparder. Der Nebelparder muss doch hier irgendwo sein. Wow! Yo, Chimmer! Oh, Mizi, 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 Mizi. Sieht aus wie eine kleine Katze, große Katze. Oh, putzig. Sieht aber schon cool aus hier in der Umgebung. Junge! Schrei, ey. Ich raste gleich aus. Nein, du bist so süß. So, der mittelamerikanische Tapir. Wir gucken mal ganz kurz. Ich hoffe, dass der jetzt mittlerweile schon drin ist. So, ist krass, der Unterschied. Ja, okay. Die haben hier das Weiße. Okay, die haben hier das Weiße, da das Dunkle, die anderen andersrum. Okay, 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 okay. Kein Tierpfleger zugewiesen. Oh, stimmt, wir müssen dir ja noch zuweisen. Hast du vollkommen recht, Spiel. So, Arbeit, 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 Arbeitsbereich, Arbeitsbereiche. Asien. So, genau. Stimmt ja. Aha. Aha. So. Haben wir jetzt zugewiesen? Die Frage der Fragen ist jetzt, haben wir hier... Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Asien Arbeitsbereich. Nur ganz kurz gucken, ob da noch irgendwas anderes Rotes scheint. Ich glaube aber nicht. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Tierpfleger. Stellen wir 2 ein. 1, 2. So, die lassen wir jetzt runter. Dann sagen wir hier, du bist im Arbeitsbereich Asien. Und du bist im Arbeitsbereich Asien. Sehr schön. So, das war's, ne? Ich glaube, die Höhle ist ein bisschen zu groß für die 2 Tiere. Aber okay, okay. So, was? Wo drückt jetzt der Schuh? Lebensqualität. Futterbeschäftigung. Spielzeugbeschäftigung. Na gut, okay, da kriegen wir wohl hin. Ne? Pass auf, hier. Sagen wir nämlich Filter, Art. Und ich wollte gerade Hai eingeben. Da steht Hai drüber, über dem Nebelparder. Das ist ein Hai. Nebelparder. So, da haben wir den Nebelparder. Und der Nebelparder braucht folgendes Spielzeug. Oh ja, die können wir aber hier auch zwischensetzen irgendwo. Passt, ne? Kann man hier irgendwo zwischensetzen. Die passen echt gut. So, setzen wir hier noch einen hin. Dann haben wir... Den setzen wir hier noch hin. Und... Hier braucht man natürlich noch einen. Und hier könnten wir eventuell auch nochmal einen hinsetzen. Und nochmal so einen dickeren. Passt auch zu den Palmen, ne? Das ist in Ordnung. So, den setzen wir hier hin. Dann... Stimmt, trinken kriegen die aus diesem Bach hier. Das brauchen wir nicht extra hinsetzen. Die brauchen aber Essenstableau. Okay, eine Brücke. Nee, Rindenreibetafel. Ja, die brauchen sie auf jeden Fall. Weil, ne, wir kennen ja aus Dschungelbuch zum Beispiel Baloo, der sich dann da dran reibt. So, Schubidoo, ich wär so gern wie du. So, andere setzen wir hier hin. Ja. Wassertrog braucht man nicht. Wasserschüssel brauchen wir nicht. Sag mal, brauchen die nichts zu essen? Kratzpfosten. Kratzbaum, Waldkiefer. Okay. Ja, pass auf. Das Problem ist, würde ich gerne setzen, aber... Passt nicht zu der Umgebung hier. Deswegen müssen wir so ein... Ja, das sieht auch ein bisschen doof aus, ne? So ein Kratzpfosten. Brauchen die Kratzpfosten unbedingt? Ich glaube nicht. So, Blutwitterung kommt natürlich auch hier irgendwo hin. Setzen wir hier einmal eine hin.
Und hier irgendwo. Ich würde sagen, wir setzen das hier hin. Ja. Dann Kürbis. Nee, muss ja auch zur Umgebung passen, ne? Das ist das Problem. Aber die brauchen auch Fressen, oder? Klimaanlage kriegen wir erstmal nicht. Wegen Temperatur gucken wir mal. Dann Essenstableau, da haben wir doch. So, Essenstableau. Machen wir eins oder zwei Essenstableaus? Ich würde sagen, die setzen wir in der Nähe von der Höhle. Und zwar würde ich sagen, setzen wir das dann hier, ne? Oder? Hey, warte, setzen wir hier hin. So. Da wird dann gefressen. Und jetzt bin ich gespannt. Lebensqualität. Aha. Futterbeschäftigung. Futterbeschäftigung. Alter, ich habe doch extra hier Futtermarken hingesetzt. Kleine Eisbärbeschäftigung. Nee. Brauchen wir denn noch irgendwas anderes? Futterbeschäftigungsmäßiges. So eine Pinata? Nee, komm, Pinata. Dann machen wir lieber so einen Kürbis. Bam, 100%. Krass. Okay, so. Ums Gehege kümmern wir uns später. Wir gucken jetzt erstmal, dass denen so alle weit so gut geht. Okay. Der Binturong. Der Binturong braucht natürlich auch etwas. Und zwar braucht der Binturong, ich kenne das aus meiner Erfahrung, braucht der natürlich hier Futterbox. Nee. Dann machen wir lieber Futtertableau groß. Das setzen wir natürlich auch in die Nähe von der Höhle. Hier. Ja. Dann brauchen wir natürlich der passt auf jeden Fall sehr gut hier hin. Den würde ich dann hier. Nee, warte mal. Den können wir hier hinsetzen. Ja. Dann brauchen wir natürlich. Brauchen wir noch Kletterdinger wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Aber das ist ja in Ordnung. Das haben wir ja auch in dem Nebelpadergehege. Deswegen, das passt schon. Dann setzen wir hier noch einen Kletterbaum hin. Wobei die Bäume, ich sag mal, die werden da schon hochklettern. Ne? Also die brauchen theoretisch nicht jetzt unbedingt hier nochmal zusätzlich diese kaputten Pfosten. Aber gut, bieten wir halt alles an. Ne? Ist ja all inklusive hier. Nee, da würde ich eher den kleinen hinsetzen. So. Jetzt mal hier. Ach so, ja, stimmt ja. Hier ist ja der See. sehe ich ja. Okay, dann brauchen wir noch Reibung. Ja, natürlich. Und wir setzen hier zwei hin. Das heißt, einen hier. Und einen würde ich dann hier irgendwo sehen. So. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Gucken wir. Bonus mit anderen Arten. 20% Beschäftigung, Spielzeugbeschäftigung. Okay, die brauchen noch mehr Spielzeug. Heizkörper ist doch kein Spielzeug, oder? Ist ein Heizkörper ein Spielzeug? Oh, Kräuterfutter. Jo, das nehmen wir. Habe ich das jetzt hier hingesetzt? Nee, habe ich nicht da hingesetzt, siehst du? Und den anderen setzen wir hier irgendwo hin. Hier. So. Jetzt bin ich gespannt. 100%. Sehr schön. Jetzt haben wir noch den malaysischen Tapir. Der hat Lebensqualität schon 36%, weil der halt auch ein bisschen profitiert davon. So, Futterbeschäftigung. Okay, was braucht der denn? Malaysischer Tapir braucht wahrscheinlich was ganz anderes. Malaysischer Tapir. So, Futterquelle. Ha, der braucht ein anderes Futtertableau. Nehmen wir Mittel. Okay, Mittel. Setzen wir dann hier hin. Nee, komm, die anderen haben auch groß. Dann kriegt der natürlich auch groß. So. Oh, warte mal. So. Wenn wir das hier hinsetzen. Weil da haben wir das eine, dann können wir das andere hier hinsetzen. Dann setzen wir das hier ein bisschen um.
Aufmerksamkeit. Nee, nee, jetzt gerade nicht. So, dann setzen wir das hier hin. Und das Große setzen wir dann hier hin. Genau. So, das können wir noch ein bisschen umsetzen. Und dann haben wir es. So, was brauchen die noch? Die brauchen noch... Okay, Futtermarkierung haben sie. Kratzbaum. Pflanzentrennschirm. Wofür ist das denn? Können die sich hinter umziehen wahrscheinlich, ne? Obwohl, das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil hier hängen Palmen dran. Setzen wir hier hin. Ja. So, dann haben wir noch Früchtebaum. Okay, Früchtebaum würde ich auch irgendwo hinsetzen. Nur wo? Hier. Da macht sich ein Früchtebaum gut. Ne? Und dann können wir mal gucken, ob es dem malaysischen Tapir jetzt hier gut geht. Und wir sehen, wir sind schon bei Futterbeschäftigung, brauchen die noch. Futterbeschäftigung, Futterbeschäftigung, Futterbeschäftigung. Reibsäule. Schade, dass die nicht dieselben Sachen brauchen wie die... Warte mal. Ist entkommen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, was braucht man noch? Klimaanlage, Futterbeschäftigung. Ja, okay, dann setzen wir noch einen dahin. So, da haben wir einen. Dann können wir theoretisch hier noch einen hinsetzen. Und das war's nicht, was die gefordert haben. Ball will ich jetzt ungerne hier hinsetzen, tatsächlich. Reifen sehe ich auch nicht. Vielleicht sollten wir die erst erforschen. Wenn wir die erforscht haben, ne, dann kriegen wir ja noch mehr Sachen dafür. Wahrscheinlich. Ja, kriegen wir auch. So, dann brauchen wir jetzt aber natürlich eine Forscherin aus dem Themenbereich Asien. Ha! Das wird ja einfach. Tierarzt. Afrika, Afrika, Arktis, Arktis, Asien. So, dann stellen wir mal noch einen Tierarzt ein aus Asien. So, dann lassen wir dich mal kurz runter. Dann wirst du nämlich jetzt hier Arbeitsbereich Asien. Und wirst direkt, das ist die Caroline Jarvis. Caroline Jarvis wird jetzt, Caroline Jarvis, Caroline, da. So, du wirst jetzt für uns forschen. Caroline Jarvis, Caroline Jarvis, da. So, du wirst jetzt den malaysischen Tapir erforschen. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß bei. So, in der nächsten Folge gucken wir mal wegen den Gehegen. Ne? Weil die brauchen ja natürlich auch noch ein bisschen Gehegeanpassung. Ach, so habe ich mir das vorgestellt, das Bild. Das ist original wie aus dem... Guck mal. Warte. Warte mal kurz. So, guck mal. Sieht fast 1:1 aus, ne? Gerade. Krass. So. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge dann... Springst du in Slow Motion gerade? Habe ich das richtig gesehen? Naja, auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge dann die Gelände hier anpassen. Und werden noch vielleicht in der Höhle, wir müssen ja in der Durchgangshöhle, müssen wir ja auch noch ein paar Blumenpötte hinsetzen und die Schilder anpassen. Alter, ich habe dir extra eine Brücke gebaut. Und du gehst jetzt durch das Wasser? Ist das dein Ernst? Okay. Okay. Wenn du meinst, dann meinst du. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.